Oh, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Mit dem Königreich der Himmel und langsam aber sicher nähert sich dieses Projektchen dem Ende zu. Traurig eigentlich. Ne, eigentlich ist es traurig, aber noch ganz sind wir nicht fertig. Keine Angst, wir haben noch ein bisschen Rechnung offen mit dem byzantinischen Kaiserreich und auch mit den Christen. Beides auch noch ein bisschen zu stark für meinen Geschmack und ich möchte auf alle Fälle noch hier unten das Christentum beseitigen. Hier oben ist in der Zwischenzeit alles serpajonisch oder auch serapionisch, wie man das richtig ausspricht. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf die Insel und besuchen hier ein bisschen die Zeitgenossen aus Alba. Da könnte man zumindest mal Ansprüche durchsetzen. Oh. Aha. Aha, aha, aha. Da überlegen wir doch gar nicht erst groß drumherum. Und erklär doch mal direkt den Krieg. Ich habe übrigens keine Ahnung, was hier überhaupt abging die ganze Zeit. Gut, der Krieg, den führen wir. Göttlich-georgischer Vasilisierungs... Oh, fuck, den habe ich ganz vergessen. Ah, shit, ich habe fuck gesagt. Ah, Mist. Ah, Dreckscheiße. Mann. Die Monetarisierung ist da, meine Damen und Herren. Ich bin sehr erfreut. Bist du schon alt? 55. Kann es ihm denn nur in Ordnung... Jetzt seien wir mal nicht böse. Wie kann er mit 55 nur in Ordnung haben als Gesundheit halt? Also das ist doch... Also da zieht es mir doch den Schuh aus. Da ist Nexus mit Prinzessin Bonne erben. Das ist unfassbar. Die katholische Kirche würde das niemals akzeptieren, dass ein Weib an der Macht ist. Krabbe! Krabbe, man sagt nicht Weib! Sagt man nicht, ist verboten! Ja, damals hat man es aber gesagt, deswegen darf ich das jetzt auch sagen. Zum Glück habe ich keine Feministen in den Zuschauerreihen, in den krabbischen Reihen. Ja, ganz positive Sache tatsächlich, keine Feministen zu haben. Ja, und ich sage das immer wieder, ich sage das auch heute wieder, ich sage das auch morgen wieder. Ich finde es äußerst schade, dass das Armeesystem in Crusader Kings 3... unfassbar ätzend gemacht ist. Aber egal. Ziehen wir da oben unsere restlichen Truppen aus. Huch. Dürft alle gehen. Lebt wohl. War schön mit euch. Haben viel Spaß zusammen gehabt. Kann lauter Söldner anheuern. Ist doch egal. Krabbe hat Kohle ohne Ende. In Fachkreisen werde ich auch Krabbobert Dacke genannt. War der schlecht? Ja, und wie schlecht er war, Alter. Geil. So, Versorgungsschwelle ist hier überall total am Arsch. Ich liebe es. Haben wir Splitting. Nach dem Ehegarten-Splitting kommt jetzt hier das Truppensplitting. Können wir mal kurz... Hallo? Jetzt hat... Hier alle ausheben, den Rest hier quasi. Oh, das ist übrigens auch nice. Was wir jetzt eigentlich mal machen, ist, wir gehen Gesundheit kurz. Ich möchte auf keinen Fall hier irgendwelche Leute verlieren. Immer noch nur in Ordnung, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Wir können übrigens mal, eigentlich mal unsere ganzen Leute hier rufen. Sollen wir was machen für ihr Geld? Dabei habe ich sie doch. Meine ganzen Dynastiemitglieder, die nichts arbeiten wollen, da kann ich echt wieder kotzen, ey. So, ich rufe euch für alles, wo ich euch irgendwie rufen könnte. Was machen für euer Geld? Warte mal, was? Ein Bündnis mit ihr aus? Alter, ist sie hässlich. Warum ist meine Schwester so hässlich? Eigentlich müsste ich sie dafür umbringen. So, natürlich unterstützen mich alle, will ich auch hoffen. Nebenbei mal hier, ach, Georgien ist schon fertig belagert. Dann, meine Güte. Dann geht ihr mal nach hier unten. Ne, warte mal, bin ich das überhaupt, der jetzt belagert hat, oder ist es jemand anderes? Wer ist das da unten eigentlich? Das ist Georgien. Ah, ich hatte... Oh, die Schlacht war so schnell. Hä, die... Achso, die haben nur nicht mal geschafft, ihre Truppen auszuheben. Ach, entschuldigt mich. So, wir haben Renaissance-Gedanken erforscht. Das bringt uns den maximalen Malus für bestehende Entwicklung. Was? Bei 90 Entwicklung? Bestehende Entwicklung. Ach so, den Malus für Entwicklungsbeschleunigung, oder? Ich habe keine Ahnung. Irgend sowas wird es sein. Jetzt haben wir das auch noch erobert. Das ist super toll alles. Das freut mich sehr, aber... Ja.
Tja. Jetzt darf ich dann quasi gucken, wie ich da unten hinkomme. Naja, darf ich nicht kommen. Wir splitten unsere Truppen, das dürfte eigentlich kein Problem werden. Das Problem ist nur, dass bei der Überfahrt die Hälfte meiner Truppen sterben wird, weil ihr alle zu blöd sind, was zum Essen und Trinken mitzunehmen. Ihr geht mal kurz dort unten hin. Haut denen auf die Schnauze, weil die wollen hier meine Provinz erobern. Das taugt mir überhaupt nicht. So, was ist denn mit euch hier los eigentlich? Direkt schon 100 Leute verloren? Nee. Einmal euch auch noch mit halbieren. Da oben eigentlich los. Okay. Also scheinbar sind die auch noch untereinander im Krieg, wie ich das richtig sehe. Nee, irgendwie nicht. Hä? Hä, ich führe doch einen Krieg um England. Ach so, ich bin im... okay. Okay, interessant. Okay, nee, ist egal, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg nach oben. Leider haben wir keine Ballisten mit dabei, keine Katapulte mit dabei oder so. Das heißt, wir werden hier äußerst unangenehm hohe Verluste erleiden. Aber gut. Ne, müssen wir durch. Die Schlacht haben wir gewonnen. Dann gehen wir mal nach Syrakus. Oh, eine legendäre Stadt. Wenn wir daran zurückdenken. Oder an unsere Syrakus-Kampagne denken. Ich weiß nicht, ob die noch läuft oder nicht. Geschehen echt gerade überhaupt keine Ahnung. Ob die noch läuft oder nicht. Warum kann ich denn die nochmal alle rufen hier? Ich dachte, die wird schon mal allem beigetreten. Faules Fußvolk, ey. So. Nochmal alle irgendwie irgendwas reingerufen. Minus 8%. Bei was denn überhaupt? Das ist nicht mal mein Krieg, oder? Doch, das ist mein Krieg. Scheiße. Das habe ich ganz vergessen. Das war das Problem, was ich damals schon hatte. Ne? Ich erinnere mich. Das heißt, was ich jetzt hier machen muss, ist hoffen, dass ein paar Truppen ankommen auf dem Weg nach... Boah, da gebe ich denen einfach diese eine Provinz und lass es für heute gut sein. Ganz schwieriges Thema tatsächlich. Einfach so Gebiete gebe ich denen jetzt aber auch nicht gern. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal kurz weiter. Erobern jetzt erstmal die einen hier fertig. Ihr könnt mir noch um den Krieg hier unten unterstützen. Das Problem ist, das sind alles relativ, relativ schwache Truppen. Die bringen mir jetzt nicht so viel. Und hier oben werden meine kompletten Truppen verhungern. Jämmerlich verhungern. Bis sie da irgendwann mal die Festung einnehmen. Leider. Naja gut, aber da können wir jetzt leider nichts dran ändern. Das ist halt einfach das Problem, was ich jetzt aktuell habe. Ich kann doch die gar nichts mehr reinrufen. Warum gebe ich das überhaupt die Möglichkeit für? Ich könnte natürlich versuchen, hier unten die Truppen von Alba zu vernichten, aber nee. No, no. So, was macht ihr da eigentlich? Hm? Wissen sie wahrscheinlich selber noch nicht so wirklich. Macht euch aber auf den Weg dorthin. Ach Gott, es verblutet da auch noch jemand. Zum Glück sind wir so eine herausragende Persönlichkeit. Achso, die kommen über Meer. Alles klar. Das wird Jahre dauern, bis sie da ankommen. Mal gucken, ob da jemand lebend ankommt. Das wird die interessante Frage. So, das Ding ist hier mal erobert. Damit gehört eigentlich schon fast alles uns von Georgien. Fehlt denn jetzt hier noch? Da, hier fehlt noch die eine oder andere Provinz. Dann marschieren wir dort oben hin. Okay, laut Weg marschieren wir erstmal dorthin. Angeblich 103.000 Mann. Ah, nee, stimmt sogar. Wir haben ja selten angeheuert. Jawohl, die fangen jetzt natürlich alle. Also niemals Belagerung ohne Belagerungswaffen. Es gibt leider auch keine Breschen. Das wird auch keine geben, da wir kein Belagerungsmaterial haben. Aber wir sollten bald durchkommen. Mit hohen Verlusten zwar, aber wir haben es geschafft. Die erste Provinz gehört uns. Super. So, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht erobern. Dafür müssen wir erstmal die Festung hier noch einnehmen. Das dauert nur noch 21 Monate. Mal gucken, wie viele Truppen da noch leben zu dem Zeitpunkt. Was ist jetzt euer Problem hier? Ah, verdammt, das ist über der Versorgungsschwelle. Mendo. Das gehört immer noch uns. 93% gegen Georgien. Also das einzige Problem... Okay, warte mal kurz. Es gab eine Schlacht, glaube ich, da unten. Gar nicht aufgepasst. Ja, doch aufgepasst schon, aber... Jawohl, das haben wir hier erfolgreich zurückgewonnen. Dann mache ich die mal dorthin. Ihr geht dorthin. Sehr gut. Alle drei Kriege aktuell plus. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Das ist gerade das Ultra-Micro-Weird-Management, was ich hier treibe. Das ist richtig falsch und das fühlt sich auch nicht gut an.
Ah ja, das fühlt sich auch nicht gut an, was da passiert. Da komme ich 20.000 Albanesen und die wollen uns da auf die Schnauze geben. Können wir uns kurz zurückziehen? Hier gibt es auf alle Fälle mal keine Schlacht. Können wir dort oben hin? Nee. Jetzt greifen sie uns hier leider an. Wir haben einen relativ hohen Malus. Ja, das habt ihr toll gemacht, wirklich. Georgien ist jetzt erstmal mein Vasall. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Das ist natürlich wieder Top-Timing. Müssen wir noch gucken, dass wir den Krieg hier zumindest mit dem White Piece mal machen. Sollte eigentlich klappen, ja. Genau, was? Fischmarkt? Ich brauche das Geld. Nein, so dringend brauche ich es dann doch nicht. So, die haben den White Piece angenommen. Jetzt löse ich euch hier auf. Euch hier oben löse ich auch auf. Okay, dann gebe ich so ein feindlicher Armenien in der Nähe. Die Schlacht da oben haben wir leider verloren. Aber Verluste bei beiden Seiten relativ gleich eigentlich. Kurz gucken, wo meine Armee da oben hin ist. Hat sich da unten hin zurückgezogen. Ja, wir müssen uns hier kurz einmal komplett neu sammeln. So ungern ich das auch sage, aber das wird sonst hier so nichts. Wir stehen einmal kurz zurück. Teilen uns auf und regenerieren uns hier unten. Naja, die Briten sind harte Zeitgenossen, ne? Die Briten darf man nicht unterschätzen. Ihr dürft hier dagegen komplett gehen. Mit euch macht das nämlich keinen Sinn mehr. Zum hier natürlich die Armeen da neu ausheben. Über Zeit. Das ist das Einzige, was ganz gut ist, dass die auch noch untereinander ein bisschen Krieg führen. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen entspannt. Da haben wir sogar ein 15.000er Limit. Interesting. Aber da wir jetzt erstmal unsere eigenen Verluste wieder ausgleichen müssen, sollten wir das Limit jetzt hier nicht übertreiben. So, ihr dürft euch hier wieder schön voll machen mit Ausrüstung und Versorgung. Dann landen wir wieder mit zwei Wellen in Großbritannien. Welle 1 ist hier drüben, bereitet sich gerade vor. Und Welle 2 kommt dann noch etwas später. Worst Case wäre übrigens wirklich, werden wir das natürlich... Wenn wir jetzt natürlich unsere... Söldner verlieren würden, aber das machen wir natürlich in dem Fall nicht. So, wie lange dauert das jetzt hier, bis ihr alle ausgehoben seid? 20 Jahre wahrscheinlich. So, eure Nahrung wird ja schön hochgepumpt. Die haben auch teilweise 300, wie ich sehe. Die haben 300. Die beiden haben 300. Wegen den Befehlshaber gehe ich mal von aus. Die alte Oma ohne Haare und der nachdenkliche Typ mit Krone. Unsere Armee hier sammelt sich jetzt auch schön. 20.000, 30.000, jawohl. Wir haben übrigens noch immer plus 2% Warscore, was ich relativ interessant finde. Dafür, dass die Briten mir ja nicht hart auf den Sack geben den ganzen Tag. Und ich würde sagen, wir landen einfach mal mit beiden Truppen hier. Mal gucken, vielleicht kann ich die da direkt abfangen. Und ihr landet mir bitte direkt einmal dort. So, schau mal. Die hauen ab. Das ist ein smarter Move gewesen. Tatsächlich. Unsere Armeen landen hier und wir jagen direkt mal die Airwall. Der erste Sieg ist hier errungen worden. Ich würde fast schon sagen, ich lasse die alle mal auf diese Größe von 12.000 oder so. Dann geht das nicht auch noch ein bisschen mit dem ganz minimal mit der Versorgungsschwelle. Ändert aber nichts dran, dass wir einfach keine Belagerungswaffen haben. Ich finde das voll arg asozial. Jetzt müssen wir diese Provinz hier komplett erobern. Okay, jetzt haben wir hier auch nochmal 120 Belagerungswaffen. Unterstützt ihr das Ganze mal hier. Könnte man die Festung sogar stürmen, das machen wir jetzt auch gleich mal. 25, ja, wie viel? Huch. Wir verlieren ein paar tausend Mann, aber dafür haben wir die Provinz erobert. Das muss man halt dann immer abwägen, ne? Was bringt einem mehr, was ist einem wichtiger? Und ich glaube, in unserer aktuellen Situation können wir den einen oder anderen Mann, den wir verlieren, durchaus verkraften. Auch wenn es hart klingt. Auch wenn es hart klingt, so hart ist es, ist eigentlich nicht böse gemeint. Es ist eigentlich wirklich nur zum Besten aller. Familienmitglieder können heiraten. Die guten alten Abstifter, Anstifter. Übrigens habe ich auch letztens überlegt, was das nächste Projekt wird. Und natürlich muss ich eigentlich noch meiner Verpflichtung nachkommen und das Northern Lords DLC etwas genauer anspielen. Auch wenn es natürlich schon sehr spät ist, aber ich glaube, das nächste DLC braucht eh noch eine Weile. Das kommt erst im Spätsommer.
Deswegen denke ich fast, dass wir dann mit einer der nordischen Aktionen spielen werden, mit einem etwas schwierigeren Startpunkt natürlich. Und dann mal versuchen werden, quasi ein reines... Ich muss auch Byzantion haben und Konstantin... Oh. Oder Byzantion? Ist es Byzantion? Aha. Dann kann ich das große Schisma heilen. Das große Schisma heilen ist dann quasi Vereinigung der christlichen Kirche. Wird unseren Eifer. Verlieren die Ökumene. Andere christliche Glauben werden als fehlgeleitet statt feindselig. Ist aber weg. Okay. Das wäre auch noch eine Option. Vielleicht machen wir das sogar als Endziel. Okay, das sind beides keine Ärzte. Was zur Hölle. Scheiße, was für inkompetentes Fußvolk wir ja schon wieder hier überall rumgammeln haben, ey. Kann sich wieder echt keiner erzählen. So, mein geliebter Hof. Wie schaut's denn aus? Mein Gast. Wie wär's, wenn ich dich an den Hof rekrutiere und dann für dich einen Mann suche, der eventuell ein sehr guter Arzt ist? Ja, nicht Arzt. Angesehener Arzt. So, alles... Ja, hervorragend. Warte mal ganz kurz. Suche ich jetzt bei mir im Hof? Das ist wieder komplett falsch. Vibe. Heirat auch. Ah, jetzt hat, okay. So, jetzt haben wir angesehen Arzt. Sollte nicht zu alt sein. Der letzte Krüppel. Aber ist egal, ist ein Arzt. Das ist alles, was zählt. Huch, was ist denn jetzt passiert? Okay. Interesting. Es Bagatur seines Lebens, Jan. Hey, du hast gerade jemanden von mir geheiratet. Ja, sei mal nicht so. Mach mal nicht diesen Scheiß jetzt. Wieder völlig umsonst irgendjemanden an meinem Hof verheiratet. Error 404. Brain not found. Habe ich denn bei mir im Hof für Leute? Einer von euch heiraten? Hier, du, dann ist es eine Frau. Du, mein Sohn und Ritter. Pass auf, angesehenen Arzt. Sie ist doch eine gute Partie, oder? Ich suche jetzt natürlich wirklich jemanden, der das Nonplusultra ist. So, du bist doch nicht irgendwo am Hof von irgendjemandem, oder? Gast. Okay. Sie ist bloß ein Gast. Das müsste eigentlich klappen. Ja. Schau, wenn ich das dann mal richtig mache, dann klappt das auch noch immer alles. Relativ faszinierend eigentlich. So. Muss mir nur noch einer erklären, warum ich sie nicht als Hofarzt einsetzen konnte. Jetzt ging's. Gucken wir mal kurz in meinen Knast, weil ich habe irgendwie die halbe Welt als Gefangenen. Das Problem ist, wenn du zu viele Leute im Kerker hast, dann kann es dir auch schon mal gerne passieren, dass dir da jemand, oh, ich bin so blöd, ich hätte laufen nehmen sollen, das hätte mir, oh Gott, ich bin so ein Ochse. Ich bin so ein Ochse, das hätte mir noch mehr Geld gebracht, noch mehr Lebensdauer gebracht. Also apropos Lebensdauer, ich bin auch so ein Blödmann. Hallo, ich führe noch Krieg gegen Alba. Juhu. Ich schwöre, ich chill hier ganz gemütlich und so und laber hier den ganzen Tag irgendeinen Scheiß, was keine Sau juckt. Und nebenbei kriege ich auf die Schnauze hier, weil ich den Krieg vergessen habe. Ich will dir keinen erzählen, ne? Schon ein bisschen lustig, eigentlich. Oh, Mann. Ich weiß eh nicht, wie so mir Leute überhaupt zuschauen. So schlechtes Gameplay, was ich hier abliefer. Keinerlei Unterhaltung, keinerlei Mehrwert. Einer der schlechtesten YouTuber der Welt. True shit. Real talk hier. Real Talk an einem wunderschönen Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Was für Wohltätigkeit spenden, Alter. Dem einzigen, den ich was spende, wäre meiner Fußspur im Schnee. Und der will ich nichts spenden, weil der Schnee schmilzt. Dann hätte ich davon auch nichts mehr, deswegen kriegt ihr einen Scheißdreck gespendet. Was ist hier? Oh. Wir sind aus Versehen in eine feindliche Armee reingelaufen. Oder eine feindliche Armee ist in uns reingelaufen. Jedenfalls verlieren wir diese Schlacht und das finde ich nicht gut. Scheiße. Kommen wir rechtzeitig an? Nein. Aber die restlichen Armeen kommen rechtzeitig an. Meine Tochter... Oh, Moment, Pause. Meine Tochter hat hier eine Schlacht geschlagen und ist besiegt worden. Das ist ärgerlich, meine Tochter. Ich glaube, ich muss dich hinrichten, oder? Spaß beiseite. Mhm.
gibt irgendwie keinen, der mit mir heiraten will. Was ist denn das für ein Scheißdreck hier? Achso, ich suche mal falsch. Das ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man nämlich Heirat arrangieren ist an unserem Hof. Wir müssen einen Ehepartner finden. Das ist ja hier das Ding. Jetzt kann man nicht gucken nach Moment, was denn? Genau, Herrscher, Land besitzend. Und matrilinear, da gibt es leider nicht so viele. Alles nur so hässliche Barone. Kannst du keinem erzählen, Alter. Nee. Nee, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Wie schaut es mit meinen Söhnen eigentlich aus? Keiner von diesen hässlichen Buben war verheiratet. Der ist schon verheiratet. Habe ich die denn alle verheiratet? Wann haben die, oder haben die sich selbstständig... Warum bist du eigentlich eingesperrt? Gleich mal hinrichten. Ja, komm, hau ab. Raus aus dem Knast mit dir. Dummes Vibesbild, ey. Gleich wieder 20 Dislikes auf das Video. Was war das jetzt hier eigentlich für eine Aktion? Also wir haben übrigens 100%, by the way. Ich könnte jetzt einfach mal hier kurz Forderungen erzwingen. So. Warum habe ich jetzt nicht alles bekommen eigentlich? Das hat mehr ausgeschaut. Ne, alles cool. Wir haben das Königreich von England bekommen. Das war ja vorher geplant. Wir machen mal voll. Ach, der hat schon meinen Glauben. Ach, cool. Coole Sau. Ein Prosit, mein Freund. Ein Prosit. Auf unsere gemeinsame Eroberung von Großbritannien. Und das Geile ist, das wird den Christen nochmal richtig wehtun. Und als nächstes holen wir uns dann... Das hier, das ist das nächste Ziel. Kann ich da nicht Ansprüche drauf? Wartet mal ganz kurz. Habe ich da nicht eigentlich Auto? Ne, habe ich nicht scheinbar. Könnte natürlich einen Religionskrieg um Herzogtum machen, klar. Wir könnten aber auch damit warten. Was haben wir denn so für Ansprüche hier? Wir haben ja relativ große Ansprüche dadurch, dass wir Männlein und Weiblein durchsetzen können. Okay, das ist. Das wäre ein relativ hübscher Anspruch sogar. Vor allem, die sind auch relativ schwach aktuell, deswegen bin ich auch wirklich überlegen, jetzt hier einfach nochmal Kaiser Isanrik. Den mag ich ja überhaupt nicht. Mal kurz alle auflösen. Nee. Achso, es gab übrigens schon einen Krieg, wir greifen jetzt quasi diesen Krieg ein. Hat jetzt meine Truppen hier oben eigentlich aufgelöst mal in der Zwischenzeit? Ja. Ja. Wir sind im Krieg mit Byzanz übrigens, falls ich nicht mitbekommen habe. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Wir marschieren einfach mal ganz kurz da die Gebiete erobern. Das dürfte eigentlich nicht zu lange dauern. Was ich ja geil finden würde, ist, wenn man mehr Möglichkeiten... Wenn man auch wirklich einfach mal endlich die Möglichkeiten hätte. Gezielt nur das Kriegsvolk aus... Ich weiß nicht, warum das nicht geht, wirklich. Ich verstehe es einfach nicht. Warum kann ich nicht einfach nur das Kriegsvolk ausheben? Halt, das kann doch nicht sein. Das ist doch... Als ob das Raketenchemie wäre oder so, oder wie man das nennt hier, Rocket Science, Raketenwissenschaft. Halt, dass ja noch die Jungs von Paradox Interactive hinkriegen. Regt mich ja echt schon wieder ein bisschen auf, ne? Krieg schon wieder hier Puls so ein bisschen, ich merke das schon wieder, mein Herz pumpert hier so. An der Halsschlagader, da spritzt das Blut so gerade vor meinen Augen. So, drangsalieren unsere Untertanen mal ein bisschen und setzen die Lehnsautoritätsstufe auf maximal. So, das langt schon. Ist schon gut. Wir wollen hier nicht die Welt erobern, wir wollen hier eigentlich nur Byzanz kurz unterwerfen. Diese armen Knechte, die könnt ihr schon froh sein, wenn ich die noch am Leben lasse nach 5 Minuten. Festmahl gibt's keines. Alle wieder in den Knast mit euch. Wohltätigkeit spenden. Allein diese Option da zu haben, ist ein Affront gegen mich. Und meine Macht und Leistung. Oh nein, was? Die Pest? Wer ist entkommen? Also ich bin entkommen? Ach nee, sie ist entkommen. Warum bist du denn entkommen? Du liebst mich doch eh, oder? Deswegen ist doch alles in Ordnung. Kannst du gerne gehen. Dürft gerne gehen. Ich bin auch wirklich kein böser Mann. Also vielleicht schon, aber das sage ich keinem. Haben wir eigentlich schon die höchste Stufe? Nee, noch nicht ganz. Aber wir haben bald haben wir die nächste Stufe. So, habt ihr auch noch Belagungswaffen? Jawohl, dann geht ihr mal dorthin. Warum habe ich minus 4%? Gegen diese byzantinischen... Fußsohlenverwalter. Ich hab da überhaupt keinen Sinn gemacht. Warum habt ihr überhaupt auch überall so eine schlechte Versorgungsschwelle? Also jetzt mal ohne Witz. Baut. Oh. Gut, meine ist auch nicht überall besser, aber meistens zumindest. Wo habe ich die bereits angeworben?
Bullshit. Wo ist denn der Befehlshaber eigentlich von den Jakobsrittern? Jetzt gehen die Söldner auch noch weg. Wartet mal ganz kurz hier. Stopp, bleibt mal da. So, jetzt marschieren wir dorthin mit zwei Armeen. Das sollte reichen, hoffe ich. Jawohl. Damit erreichen wir auch noch einen glorreichen Sieg gegen diese byzantinischen, gefährlichen, bösartigen, unberechenbaren, monströsen Geschöpfe der Hölle. Auch Menschen genannt. Söldner dürfen gehen. Haut alle ab, ist mir egal. Ich glaube jetzt hier noch ein bisschen Byzantiner unten. Oder auch nicht. Die Hornisch wieder abfeigen, Schweine. Doch, jetzt hat da. Eine Armee haben wir gekriegt. Die andere haut. Keine Ahnung, wo fahrt ihr hin? Was machen die denn da? Herzogtum von Bulgarien. Naja, Bulgarien und Zypern passt ja auch sehr gut zusammen, ne? Muss man ja auch mal, muss man wirklich sagen. Es ist schon immer historisch auch immer aneinanderhängend gewesen. Das Bauernpöbel kommt wieder. Okay, wir haben polabische katholische Populisten. Das können wir mal ganz kurz unterbinden. Die müssten eigentlich wahrscheinlich, okay, die sind da unten. Interesting. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Das da oben hätte schon eher Sinn gemacht, aber da unten eigentlich überhaupt nicht. Aber egal. Macht, was ihr wollt. Ist eure eigene Sache. Wir belagern jetzt hier nur nebenbei ganz entspannt weiter. Sie behält die Eigenschaft nachsichtig. Was gut ist, denn nachsichtig ist eine Tugend für unsere Religion. Und eine Tugend ist natürlich gut. Das erhöht unseren Eifer manchmal, wenn wir Glück haben. Oh nein. Also, oh Gott, ich dachte schon, dass es... Nee, es war nur aus unserer Dynastie. Alles gut. Ist immer noch in Ordnung. 86, 95... Scheiß Bauern, ne? Drecksbauern. Bist wenigstens schon gleich. Ja, perfekt. Wo ist denn die Alte hier? Bist auch schon. Ja, haben auch alle unseren Glauben. Wo sind denn die Bauern? Da unten sind die Bauern. Erobern Damaskus oder wollen es zumindest erobern. Das unterbinden wir ganz kurz noch. Das machen wir noch schnell diese Folge, weil ich vergesse es sonst wieder. Bis zur nächsten Folge. So, erste Armee wurde vernichtet und die zweite Armee auch. Und die... hallo? Wo denn noch? Hat irgendwo was vergessen? Hallo? Okay. Wo bist du denn? Angelbert. Er ist nirgends. Hä, was ist denn jetzt los? Also angeblich gibt es hier noch irgendwo Rebellen, aber ich sehe sie nicht. Hab ich noch irgendwo eine Provinz, die ich übersehen habe? Okay. Will nichts sagen, aber ich glaube, das Spiel ist kaputt. Weil ich bin einfach blöd und blind gleichzeitig. Bist du denn? Weiß auch nicht, wo er ist. Ich werde auch nirgends belagert. Okay, ich check gerade gar nichts mehr. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Ich verstehe es nicht. Wo sind denn hier noch Rebellen? Das sind noch meine Rebellen gewesen. Hier ist nirgends was, das gehört alles mir. Damaskus ist auch nichts gewesen, da war auch nichts. Da war auch nichts, außer dass wir ausbauen können. Und Rom? Rom hatten wir ja auch nichts. Na ja, gut. Das versuche ich in der nächsten Folge zu klären. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge wieder zu... Hä? Al-Asha? Ja, alles klar. Okay, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.